Hallo, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit einem neuen Zerstörer, und zwar dem Tier 3 Zerstörer Campbelltown, der Briten in dem Fall. Ja, dieser wird wohl hoffentlich im Monat Mai erscheinen. Genaueres kann ich euch leider dazu noch nicht sagen, aber dann werden wir dieses wunderschöne Schiff auch im Spiel selber alle sehen. Jetzt gucken wir uns den mal ein bisschen an. Die Module. 102 mm Geschütz. Ladezeit 7 Sekunden. 180 Grad Carry geht in 15,7. 1500 Schaden mit HE. 1700 mit AP. 8900 Hitpoints. Natürlich sehr überschaubare Panzerung mit 6 bis 13 mm. Torpedowerfer. 63 Sekunden Nachladezeit, Höchstschaden von knapp 12.000, das ist sehr nice. Torpedogeschwindigkeit 57 Knoten bei 7,5 Kilometer Reichweite. Die Feueranlage selber kommt 9,2 Kilometer und wir haben 24.000 PS, was uns 35 Knoten beschert. Ihr müsst vielleicht eins dazu wissen: Wenn wir Schiffe bekommen, dann ist es so, dass uns auch die wieder weggenommen werden. Und dementsprechend kann ich jetzt hier nicht so den Kapitän hier richtig toll trainieren und sonstiges, also heißt, ich muss mit dem arbeiten, was ich so von Haus aus schon hätte. Das Einzige, was ich mir gönne, ist die dritte Ladung Nebelwerfer. Verbesserung werde ich keine einbauen, ich werde den im Stockzustand, soweit Stock, wie man in Ausrufezeichen oder beziehungsweise in Gänsefüßchen setzen kann, stellen kann, fahren. Eine Brandwahrscheinlichkeit von 6%. Torpedo, einen Drilling auf beiden Seiten. Flugabwehr, sehr überschaubar. Wichtig ist natürlich die Manövrierbarkeit. 520 Meter Wendekreisradius und 2,7 Sekunden Ruderstellzeit und die Verborgenheit aus der Luft bei 3,1 und aus dem Wasser bei 6,5. Das heißt, man kann schön Stealth schießen. Ja, jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einfach diesen Zerstörer hier nochmal an, was dazu uns Warships so sagt. Und zwar 1919 in Dienst gestellt, Schiff in Serie 111, ist auch durch die Wikis bekannt. Das Kriegsschiff gehörte zu einer Reihe in Amerika gebauter Glattdecker. Im Jahre 1940 wurde es nach Großbritannien überführt. Neben ihrer extrem starken Torpedobewaffnung ist die Campbelltown weiter für ihre hohe Geschwindigkeit bekannt, die für damalige Kriegsschiffe ungewöhnlich war. Dank ihrer unverwechselbaren Anordnung der Torpedowerfer konnte sie schnell Torpedofeuer auf eine Seite konzentrieren. Aber wie gesagt, hier links und rechts jeweils einen. Dementsprechend, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch das Schiff einmal im Spiel an, legen los und gucken, was die Campbelltown so drauf hat. So, da sind wir jetzt also auch und sehen hier ein Dreier-Vierer-Gefecht. Hosho, Wyoming, die Tier-Vierer, dann noch zwei Kreuzer und an sich recht viele Zerstörer, nämlich bei mir im Team sind es 5, beim Gegner sind es 4. Und nun legen wir los, ich fahre mal direkt Richtung C. Ich bin ja selber großer Fan mittlerweile von Zerstörern. Ja, die Jungs haben Spaß mit den F-Tasten. Aber das beruhigt sich, wie man weiß, immer recht schnell, sobald das Match ein bisschen läuft. So, wir könnten auch mal mit Vollspeed fahren. Wäre fast sinnvoller. Wie gesagt, C wäre schon schön, den gleich direkt zu holen. Gegner hat auch mit der Clemson Wickes Ruck-Attacke Derzky eben schnelle Dinger dabei. Da muss man auch schon sich so ein bisschen konzentrieren. Auf jeden Fall ist unsere erste Ladung Torpedos jetzt am Start. Aber man muss eben aufpassen, weil man hat einfach nur 3 Stück auf jeder Seite. Kann aber eventuell mal eindrehen und dementsprechend den anderen mitziehen. Ich werde jetzt einfach nördlich der Insel hier mal fahren.
Muss man aufpassen aus der Luft, dass ich jetzt nicht aufgemacht werde. Die Wickes ist nämlich aufgemacht worden. Bin ich mir ganz sicher. Nicht, dass sich der Flugzeugträger, die Langley, jetzt auf uns konzentriert. Mal schauen, ob ich hier bald den ersten aufmachen kann. In der Mitte auf B, da ist auf jeden Fall schon einer. Und zwar eine Wakatake. Wakatake hört sich übrigens, das finde ich lustig. Naja, mein Humor. Aber hier könnten wirklich auch gleich die ersten Pötter kommen. Da hinten zum Beispiel eine Wyoming. Oder die Bugatier. Wir haben vorher gesehen, 7,5 Kilometer weit kommt unsere Torpedo-Armada. Jetzt machen wir den Punkt erstmal klar und machen auch die Bugatier auf. Die scheint jetzt sich da nicht weiter zu bewegen. Nehmen wir einmal Torpedos darauf und jetzt schauen wir mal, vielleicht geht es auch gleich auf. Dass ich da noch welche hinlasse. Und jetzt schieße ich einfach mal drauf. So, und jetzt drehen wir mal weg. So, das Schiff ist zu, da ich keine Sicht mehr drauf habe. Aber es war ja irgendwie da gestanden und da ist der Torpedo eingeschlagen, einer davon. Und zerstört durch den Wassereinbruch wahrscheinlich. Das hat gut geklappt. Jetzt gucke ich mal, was die Wyoming da macht. Fährt gerade rückwärts. Das wird die doch nicht so lange machen, schätze ich jetzt mal. Setzt sich jetzt hier auch schon wieder in Bewegung. So, leider kein Schaden. Nochmal drauf geschossen. Und was ist denn da vor mir? Muss ich da jetzt aufpassen? Ich habe euch übrigens keine Ahnung, was das für Munitions... für Dinger sind, die ich hier schieße. Das scheint... ganz knapp daneben, wie man gesehen hat. Also wirklich arschknapp. Hatte die Wyoming da ein bisschen Dusel. Aber wir holen jetzt alle Punkte peu à peu. Also das auf jeden Fall läuft schon mal gut für mein Team. So, wir machen mal den... die Nebelwand ein bisschen an. Ich will da jetzt nicht unbedingt geklärt werden von da drüben. Aber das passiert eh nicht mehr. Aber jetzt will ich dafür die Wyoming mal ein bisschen aufs Korn nehmen. Nebelwand gelegt. Torpedos auf Steuerbord. So. Da die ersten, die kommen gut. Und weg ist er. Sehr schön. Hat super funktioniert. So soll das. Und
jetzt weiter Richtung Norden, ob wir mal vielleicht da die Langley finden. Unser Team hat die Führung übernommen. Komm, komm, komm. Die ganzen Geschwindigkeit da am Ausfahren. Gerade Stecke, da läuft sie. Die Campbelltown. Knapp 38 Knoten, schnell. Da muss man wirklich sagen, ja, die Geschwindigkeit, die ist beachtlich. Und da ist der Flugzeugträger. Phoenix kann schon drauf schießen, wir leider noch nicht. Aber da werde ich jetzt auf jeden Fall auch drauf fahren und meine Geschütze spielen lassen, sobald wir die Reichweite erreicht haben. Startet auf jeden Fall jetzt noch die nächsten Flugzeuge. Jetzt können wir mal langsam drauf schießen. Die Einschläge kommen, aber da sind schon die Torpedos von der Phoenix im Wasser, die aber ins Leere laufen. In Brand gesteckt. Und da ist sie jetzt weg. Die Torpedos haben es klar gemacht. Und jetzt im Norden da noch alle Schlachtschiffe. Deswegen da noch Richtung A. Sich bewegen. Die Flak schießt hier auf die verbliebenen Torpedo-Flugzeuge, aber naja, da werde ich mit meiner Flak nicht wirklich was ausrichten können. Ist natürlich jetzt ein weiter Weg nach A, aber den werden wir auch noch hinbekommen. Komm schon, komm schon. Speed, 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 speed. Ich würde schon noch gerne ein Torpedo auf einen draufsetzen. Unser Sieg ist in Sicht. Aber wie gesagt, an sich, es schaut es ja sehr gut für uns aus. Man darf nur jetzt nicht überhasten, weil wenn man auf einmal denkt, ja, alles klar, der Gegner ist ja schon zerstört und man geht da jetzt zu mad an die Sache ran, dann geht das auf einmal ganz schön schnell falsch aus. Und da die South Carolina, die sich in unsere Richtung bewegt, ideal. Schnell noch den Boost dazu an. Und volle Lotte drauf. Wenn ich alle drei positionieren kann, dann würde ich den mit einer Salve wegbekommen. South Carolina ist auch nicht das geschmeidigste von der Schussbahn. Deswegen werde ich jetzt einfach mal so nah als möglich drauf fahren. Wie gesagt, es könnte gut laufen, aber sie dreht schon ab. Ach, ist mir jetzt egal, jetzt wird drauf geschossen. Scheiß auf Stealth. Ich will jetzt den Damage. Den Torpedo verstehe ich jetzt so nicht. Aber gut. Soll nicht mein Problem sein. So, jetzt dreht er auf mich zu. Das ist
das, was ich wollte. So, die Torpedos, die verschwinden. Jetzt sehen wir gut, wie die Torpedos bzw. die Rohre auf uns ausrichtet. Guter Damage, aber Torpedos sind im Wasser. Und da kommen sie an. Und die nächsten Torpedos auch im Wasser. Und Tschüssikowski, sage ich da, meine Freunde. Tschüssikowski. Und die Tickets laufen jetzt auch aus. Feiner Abschluss für diese Runde mit 3 Kills. Die lief ideal. Besser und schöner kann der Sieg am Ende des Ganzen nicht sein. 162.000 gab es raus. 25 Treffer, 8 Torpedotreffer. In der Teamwertung bin ich am Ende auf Platz 1. Und ich konnte machen in knapp über 60.000 Schaden. Ja, ich denke, das war eine wirklich feine Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn ihr diese honorieren wollt, einen Daumen nach oben ist immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.